Wir streamen heute ein bisschen Warhammer Return to Reckoning. Let's go! Wir haben in der letzten Folge einen Sigmar-Priester angefangen. Und haben noch reichlich Quests vor uns, damit wir ein bisschen im Level steigen. Und vor allem brauchen wir Hack. Wir brauchen exquisites Hack. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Schrott verkaufen. Kann auch weg. Und kann auch weg. Und das auch. Jawohl. So, haben wir unser Cash gemacht. Und questen jetzt mal ein bisschen weiter. Verdächtige Person getestet. Wo haben wir denn hier mal verdächtige Personen? Waren die im Gasthaus? Eventuell. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die im Gasthaus waren. Hier haben wir doch eine verdächtige Person. Ungebetene Gäste. Hier ist noch eine verdächtige Person. Hier wäre noch einer. Was ist mit dem los? Jetzt auf jeden Fall nicht rein. Da auch nicht. Die kann ich nicht anquatschen. Habe ich die vielleicht schon abgeschlossen? Okay, cool. Ein Verwerter. Aha. So. Nee, uns fehlen noch zwei verdächtige Personen. Jetzt haben wir alle. So, was haben wir hier noch? Schmutzige Spinnen. Na, na. Hier haben wir eine Ratte. Bam. Drauf. Aber haben wir, glaube ich, leider nicht gekriegt. Die zählen für mich alle nicht, weil er die alle als erstes anhittet. Ach, dieser Frechdachs. Hier haben wir Spinnen. Die hauen aber ganz schön rein. Da muss er sich erstmal heilen.
Okay, läuft also alles über dieser gerechter Zorn. 250 ist Max. Bis jetzt. Jetzt gibt's auf die Glocke. So, 2 von 5. Komm schon. So. 3. So. Hier oben haben wir jetzt die letzten zwei, wenn uns die gegönnt werden. Bam, bam. So, und die letzte hier oben. Ich muss das echt noch ein bisschen üben mit dem Management hier von dem... von den gerechten Zornpoints. So, aber für die Spinnen hat es gereicht. Dann würde ich sagen, steppen wir noch mal kurz in die Taverne, geben die ab. So, die habe ich erledigt. Was bekomme ich hier? Geistesresistenz, Elementarresistenz, Körperresistenz. Slayer. Ups, da gibt's XP. Tristan Lot sollen wir suchen. Achso. Wow. Sehr gut. Die haben wir abgeschlossen. Können wir nochmal kurz verkaufen. Zack. So, und dann begeben wir uns erstmal nach hier. Feuerzauberer. Dum, 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 dum. Wir müssen echt mal zusehen, dass wir hier ein neues Hack an den Start kriegen. Neue Ausrüstung. Noch gar keinen Schmuck, keine Schu. Oh, erstmal voll in Wölfe gerannt. Aber den machen wir, glaube ich, platt. So, den haben wir.
Die und sollen wir uns hier schnappen. Das machen wir doch mal glatt. Bam. Nummer 1. Vollem Ansturm. Yeah. Oh, erstmal beten. Und hinein in den Fight. Oh, ich freue mich schon so aufs PvP. Ich würde echt schon gerne erst ein bisschen farmen. Ich weiß gar nicht, wann wir genau PvP machen können. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Also ein Level up. Level 6 oder Rang 6. Schnappen uns jetzt hier noch den letzten, glaube ich. Ja. Da müssen wir noch Ewald finden. Ey. Boah, voll mit dem Hammer auf den Kopf. Ewald ist bestimmt hier unten in dem Lager. Oh, hier ist eine Chest. Wieso kann ich da nicht ran? Schade, Marmelade. Okay, hier ist auf jeden Fall Ewald nicht. Müssen wir Plünderer auch killen? Ja, ich denke mal. Dann machen wir die 5 Plünderer auch noch platt. Und wenn wir Glück haben, finden wir auf dem Weg sogar Ewald. Jawohl. Das ist ein Wilderer. Das ist ein Wilderer. Ist das da oben? Verrückter... was? Verrückter Flaggeland. Da ist noch ein Plünderer. Bam, bam. Den Hammer, Junge! Den Hammer der Gerechtigkeit! Bam! Verrückter Büßer? Oha. Da sollten wir, glaube ich, noch nicht reingehen. Das ist ein normaler Plünderer. Achso, ist eine Ratte.
Komm her, mein stolzes Ross. Mein imperiales Lastpferd. Da ist noch einer und da ist noch einer. Spüre Sigmas Zorn. Oh, was haben wir hier? Niederknüppeln. 30 Aktionspunkte. Das ist ein Wilderer. Dö-dö. Frommer Jäger. Wilderer. Da ist noch ein Plünderer. Ja. Bam. Es fehlt immer noch einer. Ist er ja. Bam. Your end is here. Nee, deins. So, weiter geht's. Da musste ich einmal ganz kurz weg. So, wo waren wir denn hier? So, wir müssen immer noch Ewald finden. Finde Ewald im Galgenwald nahe der Verräterkreuzung. Wo ist denn die Verräterkreuzung? Was willst du? Ja, alles gut. So, Ewald, wo steckst du? Oh, hier vorne kämpfen sogar NPCs gegen. Das finde ich ja cool. Das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. So, hier ist der Henkerswald. Hier ist den anderen Dude, den wir suchen müssen. 5 zurückgelassener Beutel und Sucherhorror. Das sagt mir trotzdem immer noch nicht. Wo ist die Kreuzung? Wo ist denn der Ewald? Da ist Ewalds Leichnam. Oh je. Wir reiten jetzt erstmal hier hoch. Oh, hier ist ganz schön was los im Wald.
Oh, hier knallt. Oh, hoppla. Hier knallt es ganz schön. General Breuer müssen wir suchen. Da vorne haben wir noch eine Quest. Oh, wir haben hier einen Haufen Quests. Sehr schön. Oh, hier prügeln sich ein paar. Feindliche Schiffe erkundet. Des Doktors Anweisung. Witwenfluch. Relief of Gotland. Sprich mit Kapitän Kleinke. Oh, hier ist richtig Action. Hier das Chaos, gerade irgendwas eingenommen. Boah, sind hier viele Quests. Oha. Immer her damit. Alles her damit. Hier ist richtig Halligalli. Ist gleich die ganze Karte rot. Alles annehmen, Freunde. Alles annehmen. Hier ist das wahre Leben. Dunkelelfenspieler, Chaosspieler, Grünhautspieler. Ah, hier ist PvP-Area. Das finde ich ja entzückend. Oha. So, jetzt haben wir erstmal einen ganzen Arsch voll zu tun. Hier unten können wir schon wieder was abgeben. Das machen wir gleich erstmal. Jetzt erstmal Free XP. So, dann können wir hier mit für den Fluch uns klar machen. Und wenn wir die durch haben, dann würde ich sagen, können wir vielleicht noch ein bisschen PvP. So, hier ist auf jeden Fall ein Event. So, wie komme ich jetzt hier an Witwenfluch? Ja, würde ich mal sagen, hinein, ne? Hinein. Oh, das hagelt aber. Oh, okay. Das war eine richtig gute Idee. Jetzt hab ich Debuff, ne? Eine verfügbare Live-Event-Quest. Ups. Okay. So. Ja, dann gucken wir erstmal hier runter. Hier so abgeht.
So, wir müssen Scout the Harvest Shrine. Machen wir. Oh, ich bin jetzt gekennzeichnet für das Realm versus Realm. Okay. Order Supplies. Okay. Ich spreche mit Leuten an Kreis. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ah, Freunde, ich sage euch, Dachgeschoss ist zu den jetzigen Zeiten. Ich meine, klar, schönes Wetter und so, fühle ich auch mega. Aber Dachgeschoss ist kein Geschenk, das sage ich euch. So, das haben wir, das haben wir. Dann müssen wir jetzt hier runter. Und hier soll was abgehen. Oh ja. Das hat wehgetan. Oh, warum tut das hier so weh? Wo ist der Heal? So, das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, dass die da unten sind und ganz schön abgehen. Hi. Und der ist einfach... Ach gut, ja, wir sind alle 19, wie ich sehe. Oha! So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Oh, da können wir einen abschmeckeln. Ungesehen, im Busch versteckt. Und tot. Hups. Wohl doch nicht so ungesehen. Nichtsdestotrotz müssen wir da wieder rein. Dum, dum, dum. Ey. Müssen echt gucken, ob wir uns so ein, zwei abgreifen können. Oh ja, pushen, pushen. Pushen. Alles rein da.
Oh, jetzt muss ich aber los. Oh, wo ist der Heal, Freunde? Wo ist der Heal? Ja, danke. Müssen da irgendwie ran. Wie ich ihm einfach gar keinen Schaden mache. Oh, wie es einfach ultra rein scheppert. Heidewitzka. Puh. Schaden haben wir ein bisschen gemacht, aber jetzt nicht die Welt. Mal lieber ein bisschen zurückziehen. Sehr verzwickte Situation hier gerade. Hier versucht jemand so seinen Feind zu kämpfen. Möchte euch einladen, einem Krieg hoch. Ja. Oh ja, schön. Drauf da auf den Goblin. Oh. Gear Bedarf. Ich wusste gar nicht, dass man hier auch dein Loot teilt. Das finde ich ja cool. Oh, das ist ein Held. Glaube ich nicht so gut. So, irgendwie sind wir jetzt hier ziemlich festgefahren. Ich muss die feindlichen Schiffe erkunden, das ist viel schlimmer, ey. Oh. Das heißt, wir müssen da runter. Hü. Sich da drauf auf die Schiffe oder ist eine Kiste? Ah, okay, alles klar. Jetzt aber los.
Cool, dann haben wir ihn jetzt auch getaggt. Auf was schießen wir denn? Da unten ist ein Ork drin. Ne, ein Goblin. Schwimme ich jetzt schneller? Ja. Ich krieg dich. Da ist er. Auf ihn, auf den kleinen Goblin. Wie er sich einfach denkt, so, ach, kommt doch alle, Heilung regelt. Aha. Oh. Au. Oha. Oh, das hat echt weh getan. Reue. Okay, alles klar. Oha, hier ist richtig der Punk. Jetzt mal eigentlich hier genug gekillt. Oh Mann, wieso kriege ich denn mal hier nicht was? Was für ein Slayer. Oh. Ja. Wir haben eine neue Brust bekommen. Und ich glaube, wir haben auch die Quests erfüllt. Ich wollte den jetzt nicht alleine. Können wir einfach ein bisschen lindern, dass er nicht auf uns aggro ist. So, jetzt habe ich PvP Rang 5. Hm.
Ruf auf den Nuss. Sehr gut, da kommen gleich die nächsten. Wo ist der Heal? Danke. Hier wird nicht abgehauen. Oha, wie die sich einfach heilt. Oha, jetzt habe ich aber ein Problem. Shit. So, ich kann hier auf jeden Fall eine Quest abgeben, das ist schon mal gut. Schon mal ein bisschen mehr Erfahrung. Oder kann ich noch eine Quest abgeben? Oh, zwei sogar. Hervorragend. Zack. Oh, hier sogar noch mehr. Das wäre fast Level 8. Können wir noch was annehmen? Welcome back on the battlefield. Vermisster Bereich. Da hinten, oha, Mexiko. Da begeben wir uns da mal hin. Dann würde ich sagen, gehen wir hier oder hier erstmal weitermachen. Oha, hier ist richtig Alarm. Die haben gut gepusht. Der Ork will's wissen. Provozieren die Guten. Wir müssen hier auf die Goblins gehen. Jetzt kommt der Rest. Alles klar. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Oh, da kommen sie auch noch von rechts. Auf die Banshee gehen. Oh, warum bin ich jetzt hier alleine? Oh, das gibt's doch nicht. Da stehst du auf einmal völlig alleine da. Aber ich denke mal, wir werden jetzt einmal kurz den Place holen und dann hier
und dann weiterziehen. Weil für PvP wollen wir erstmal ein bisschen leveln. Gibt es eigentlich eine Autolauffunktion? Automatisch laufen. Ein Sigma, Bruder. So, wie komme ich jetzt dahin? Am besten hier durch den Strand. Oh. Keine Chance, komme ich nicht dran vorbei. Lauf, lauf, lauf. Oh, wie hart sie mich wollen. Wie hart sie mich wollen. Oha, wie hart sie mich doch wollen und mich auch kriegen. Und er lacht einfach, der hässliche, fette Ork. Wir einfach nicht durchkommen. Verdammt mich, ey. Kann man da nicht irgendwie mit den Kanonen hinballern? Stimmt doch, oder? Ja, genau. Baller mal mit ein paar Kanonen dahin. Ich werde hier auch mal gucken, dass ich hier was erwische. Ah, ich habe leider keinen Peak. Ah, ich kann nur bis da vorne. Ah, hier oben. Aber schön out of range, ja. Schade. Hier ist noch eine Kanone. Bam. Oh, neue Schultern für mich. Schwertmeister. So, ich will jetzt eigentlich...
Wie sie einfach ohne Ende Gas gibt, ey. So, anyway, wir haben die jetzt so ein bisschen gepusht. Und gucke jetzt mal, dass ich da hinten in die letzte Ecke komme. Ohne dass ich hier des Todes gegankt werde. Einfach nur, um meine Quest zu erfüllen. Ey. Da liegt ein imperialer Kurier. Den sollen wir wahrscheinlich auch, genau. Das ist der mit dem vermissten Bericht. Dim-dim. Ahaha. Ach, wie ich überhaupt gar nichts machen kann, ey. Einfach des Todes. Wir schieben es aufs Gear, okay. Schieben wir es einfach aufs Gear. Oh, hier kann ich richtig dickes Hack kriegen. So, hier können wir erstmal Yeah. Sehr schön. Kann ich mir hier schon irgendwas abgreifen? Ach so, sprich mit Quinn Hess. Das sind Dailies, glaube ich. Die können wir ja nochmal ganz schnell machen. Wenn wir sowieso schon mal da sind. Oder so müssten wir hier oben rein. Dum, 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 dum. Ich werde bestimmt gleich so auseinandergenommen. Oha, hi. Ich hab's gewusst. Oh, die ist so unglaublich, Mann. Wenn die dich einmal hat, dann bist du so im Arsch. Dann hast du einfach nur verkackt. So, sprich mit Quentin Hess. Mach ich. Quentin finde ich hier. Einfach mal durchziehen.
Warum ist denn der hier nicht drin, ne? Habe ich ihn aber auch nicht. Dabei will ich doch noch mit Quentin Hess sprechen. Jo, jetzt habe ich erstmal wieder tot geknüppelt. So. Die Quest habe ich wohl irgendwie abgeschlossen. Oder er ist halt einfach nicht da. Und wir müssen noch Scout the Nordland machen. Das heißt, wir kundschaften jetzt mal kurz das Nordland aus. Geht hier hinten gleich runter. Gehen hier über den Berg. Über den Berg. So, haben den jetzt erkundet. Und werden jetzt hier erstmal weitermachen, dass wir hier weiterkommen. Und vor allem halt neues Gear. Und dann werden wir uns auf dem Schlachtfeld nochmal wiedersehen. Auf jeden Fall. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis dahin, haut rein.